sind live. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind jetzt gerade eben so 7.03 Uhr gestartet. Wir waren in einem Parkhaus. Vor uns ist Löwenzahn. Wir fahren jetzt zur ersten Lademöglichkeit. Das wird die Lüneburger Heide sein in Bispingen. Da wollen wir zuerst jetzt aufladen. Ja, ich bin jetzt mit 90% losgefahren. Vor uns ist das Team Nowman mit seinem Leaf. Und der i3. Der war vorhin, war ja noch. Er fährt raus. Okay, dann müssen die auf die andere Seite fahren. So, Lüneburger Heide gibt es zum Glück zwei Ladesäulen. Auf beiden Straßenseiten. Auf beiden Seiten. Ich kann gleich die Seite wechseln. Ich habe gestern da schon geladen. Ja. Wir waren auch schon mal in Hamburg gewesen, dann haben wir hier auch geladen. Also, daher haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass man sich hier auskennt. Mhm. Ich würde sagen, die Ladestationen werden auch alle vom Navi angezeigt. Ja. Na gut, aber nicht in dem Navi. Das Auto eigene Navi ist leider nicht so. Nicht für Elektro optimiert. Ja, sind schon drin die Ladesäulen, aber nicht so wirklich alle. Ja. Keiner da, wir sind alleine. Das ist das, was ich wollte. Bitte mit dem Maingau? Ja. Boah. Es kann sein, dass ich gleich mal kurz weg bin. Ich lade auf mit Maingau. Gut, wir sagen mal bis gleich. Wir sind gleich wieder da und wir werden kurz frühstücken. Schön vor uns fahren und uns Windschatten machen. Genau, wir setzen uns jetzt in den Windschatten von Team Sinclair. Obwohl die fahren 160, können die fahren, also das kann ich nicht mithalten. Verdammt. Ja. Das ist auch hier bei Ioniq, der hat ein höheres Autobahntempo. Der kann locker 150, 160 fahren und ist trotzdem noch relativ effizient. Das ist geil. Also der kann relativ. Man sagt ja auch vom Ioniq, das ist der kleine Tesla. Das ist wirklich gut. Wie abgeregelt? 145. Dann bis dahin. Aber dann verbraucht man noch jede Menge Strom. Das ist eigentlich viel zu viel. Dann kommt man keine 100 Kilometer weit. Können wir gleich live zeigen, wie es laden geht, das Auto. Hoffentlich packt das auch alles. Ja.
Wir können ja mal testen, ob die Karte geht, aber. Ja. Brauchten wir am letzten Charger ja nicht, weil der war umsonst. Ja. Einfach vorbei. Ich glaube, wir können hier links vorbei und dann ich rechts. Auch, ja. Genau. Das ist immer so ein bisschen suchen und gucken, wo die Ladesäule ist. Das ist immer nicht ausgeschildert, so wie hier auch nicht ausgeschildert. Das ist dann immer. Müsste da so sein. Also genau, ich würde da rechts. Da reinfahren. Und dann müsste die relativ. Ah, da hinten. Rechts sein. Ich glaube, da hinten sieht man sie schon. Und die sieht frei aus. Ja, ist frei. Ah, ich wollte gerade sagen, der Verbrenner steht nicht auf der Elektrotankstelle, sondern daneben. Sehr genau gut. Daneben. Also so, ab geht's an Strom. Problematiken der E-Mobilität. Genau. Jetzt muss ich. Selbe Ladestation wie in Grad, nur anders. Ja. Unser Regelfall ist. Ja. Wir waren gerade im Münchbergladen, Allego-Säulen. Da waren gerade die Techniker von der Firma Allego. Gott sei Dank, wir konnten laden. Aber der Mitarbeiter dort hatte die Ladesäule mit seiner Karte freigeschaltet. Die waren dann noch am Laden und die Mitarbeiter von Allego sind weggegangen. Also konnte ich das Laden bei 80% nicht abbrechen. Wir mussten jetzt leider warten bis 94%. Es hätte wahrscheinlich auch wenig Sinn gemacht, es da rumzusuchen und rumlaufen, wo die sind. Ja, so haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder vertrödelt. Also wir kommen während des Abends Essen an, so wie es aussieht. Also es verschiebt sich immer weiter nach hinten. Aber so ist es halt. We'll be right back.
Hier ist Klaus vom YouTube-Kanal Electric Santa. Ich bin ja auf meinem letzten Ladepunkt mit Team Nasenelch zusammen in Fürholzen-West. Und wir sind bald in München da. Wir haben jetzt 8:30. Wir müssen noch mal 60 Kilometer fahren, dann sind wir am Zielort. Das ist ein ganz toller Ladeplatz hier für Holstenwest, mal überdacht. Wir müssen nicht im Regen stehen, theoretisch. Richtig klasse. Mit 4 Ladesäulen. Erstmal gehen wir mal hin ins Licht. Ist sogar richtig beleuchtet hier. Man steht hier nicht im Dunkeln. Und es lässt sich super finden. Das kann man nicht übersehen von der Autobahn. Aber es ist irre kalt hier. So, wir werden jetzt die Ladung aufhören. So, wir sind echt geschafft. Wir sind jetzt dann 13 Stunden unterwegs bald. Wir sind froh, wenn wir nachher das Bier und ein schönes, leckeres essen können. So. Macht's gut, bis demnächst, euer Klaus vom YouTube-Kanal Electric Santa. Tschüss! Der Morgen danach. Ja. Erstmal ein gesundes Frühstück. Cholesterinfrage. Ja. Und heute ist der Morgen danach vom E-Kennwall. Hier ist der Parkplatz, wo alle gestanden haben und auch geladen haben. Das war relativ kompliziert, dass hier wirklich die meisten laden konnten. Es gibt ja nicht an so einem Standort unendlich viele Steckdosen. Aber es hat einigermaßen funktioniert. Die laden mussten, konnten auch dann ja auch laden. Ein wunderbarer Standort hier. Ich zeige euch mal so ein bisschen rund. Alle sind am Packen, am Frühstücken, noch am Erzählen vom Vortag. Revue alles passieren lassen. Es war eine klasse Veranstaltung, hat super Spaß gemacht. Natürlich gibt es auch negative Sachen, aber man soll den Spaß in den Vordergrund stellen und nicht das Negative. So, ich muss gleich noch meinen Beifahrer abholen und dann geht es wieder los nach Hause. Nochmal 600 Kilometer. Mal gucken, ob ich unterwegs noch ein paar Bilder mache. Mal sehen, wie wir es schaffen.
So, dann bis demnächst. Euer Klaus. Tschüss. Thank you.